Die meisten frischen Lebensmittel werden ganz in der Nähe unserer Städte angebaut und verarbeitet. Die reiche Vielfalt speist sich aus dem Klima, dem Wetter, dem Boden und dem Wissensschatz derjenigen, die die Lebensmittel so geduldig kultivieren und ernten. Auf den Märkten der Stadt kann man die Lebensmittel kaufen. Sie verbinden die Stadtbewohner mit dem Land. Märkte können mit Fug und Recht als die Bäuche unserer hungrigen Städte bezeichnet werden. Helsinki ist die nördlichste Hauptstadt der EU. Die Winter in der Hafenstadt an der Ostsee sind lang und die Sonne steht tief am Horizont. Die Stadt liegt auf dem Zipfel einer Halbinsel, vor einer Inselgruppe mit 315 kleinen Inseln, die im Winter oft von Eis bedeckt sind. Lebensmittel waren immer eine knappe Ressource in Finnland und der Hafen der Stadt spielte schon immer eine wichtige Rolle im Handel. Im Zentrum liegt die alte Markthalle, die Vanha Kauppahalli. Zwei lange Reihen von beleuchteten Ständen aus dem 19. Jahrhundert bieten eine reiche Auswahl an Leckerbissen an. Es gibt Konserven und frische Lebensmittel aus der Arktis, geräucherten und marinierten Fisch aus der Ostsee, Gebäck von Bäckern der Stadt und Köstlichkeiten von den Grenzen des Landes und dem Ausland. Kleine, kompakte Stände bieten außerdem eine Auswahl einfacher Gemüse und importierter Waren an. Im Winter verströmt die schummrige Markthalle eine warme Atmosphäre und ist Treffpunkt nicht nur für Kunden. Die Markthalle gehört zum Kulturerbe und wird durch die finnische Museumsbehörde geschützt. Als die kleine Halle 1889 eröffnet wurde, sah sie fast genauso aus wie heute. 2014 wurde das Gebäude saniert. Der helle Backstein und die originalen Fenster wurden beibehalten oder entsprechend der Originalmotive ersetzt. Seither nimmt die Markthalle wieder ihren Platz als Wahrzeichen der Stadt ein. Anna Herö ist eine der jüngsten Händlerinnen der Halle und Vorsitzende der Markthändlervereinigung. Sie fing als Verkäuferin an und stellte schnell fest, dass das Markttreiben perfekt zu ihrer Lebenseinstellung passt. Unsere alte Markthalle hier ist typisch für die meisten Markthallen in Finnland. Die Händler sind der Kern des Ganzen. Hier stehen die Besitzer selbst hinter ihrem Stand. Das Geschäft ist nicht in der Hand von großen Firmen, sondern von kleinen Familienbetrieben. Sie beschloss, ihren eigenen Stand zu eröffnen. Das macht 25,50. Danke. Dadurch entsteht eine andere Atmosphäre und eine gewisse Ehrlichkeit. Hier übernimmt der Händler die Verantwortung für all seine Waren. Mittlerweile ist Annas Stand einer der bekanntesten der Stadt. Sie hat sich mit der persönlichen Präsentation ihrer Waren einen Namen gemacht. Wir haben uns auf Wildfleisch spezialisiert und daher kommt auch unser Name Annas Wildfleisch. Wir führen Geflügel und Wild. Wir legen Wert darauf, dass unsere Waren gut schmecken und wir auch moralisch dazu stehen können. Sie ist berühmt für ihr Rentierfleisch. Anna bezieht es größtenteils aus Sodankylä, einer finnischen Gemeinde nördlich des Polarkreises. Hier herrschen 8 Monate im Jahr Temperaturen unter 0 Grad. Die Menschen haben über Jahrhunderte gelernt, sich dem Klima anzupassen.
Rentiere leben in der Wildnis, in einem großen Gebiet, das 33% der Fläche Finnlands ausmacht. Sie sind die Lebensgrundlage der Sami. Olli Puljo ist einer von ihnen. Er kümmert sich um die Rentiere, die in einem Sumpfgebiet namens Viiankiaapa leben. Es ist ein Paradies für wilde Tiere und Vögel und ein großes Gourmet-Buffet für die Rentiere. Rentiere leben frei, aber sie gehören einem Züchter, der sie das Jahr über begleitet. Jetzt ist es an der Zeit, die Herde zusammenzutreiben. Wenn Rentierweibchen im Herbst läufig werden, treiben Männchen die Kühe zu hundertköpfigen Herden zusammen. Die Männchen halten die Weibchen zusammen wie in einem Harem. Als Rentierzüchter nutzt man diesen Zeitpunkt. Olli lebt von einer jahrtausendealten Tradition, der Rentierwirtschaft. Die Tiere sind alles, was er zum Leben hat. Doch er würde nie verraten, wie viele es sind. Mit Hilfe des Männchens führen wir die Herde zu unserer Einzäunung. Und wenn die Tiere drin sind, greifen wir sie einfach am Geweih. Olli und seine Züchterkollegen benutzen ein Suapunki, eine Art Lasso, um die Rentiere zu fangen, unter den Besitzern aufzuteilen und auszuwählen. Wir beschauen die Rentierkühe. Alte Weibchen mit schlechten Zähnen werden geschlachtet. Und die fortpflanzungsfähigen Rentiere in gutem Allgemeinzustand bekommen eine Wurmkur. Der Tierarzt ist die ganze Zeit dabei. So können sie auch bestimmen, wem welches Rentier gehört und die noch nicht markierten Jungtiere ihrer Herde zuordnen. Die Zuordnung wird einmal im Jahr vorgenommen. Es dauert einen ganzen Tag, um die Herden zu trennen und aufzuteilen. Rentierzucht kann man nicht im Handumdrehen erlernen, sondern das Wissen wird in der Familie weitergegeben. Ich selbst bin Züchter in der 4. Generation. Diese Arbeit lernt man nicht in der Schule, sondern nur durch Erfahrung. Ungefähr 1000 Hirten leben in Finnland ausschließlich von der Rentierhaltung. Es gibt sogar ein Rentierparlament, das die Arbeit und das Leben der Züchter regelt. Wir arbeiten meistens in der Natur und verbringen unsere Zeit draußen. Wir schlafen oft draußen. Nach Hause kommen wir nur selten. Das Fleisch wird nur ein paar Kilometer von den Einzäunungen entfernt verpackt. So kann es nicht verderben. Von hier aus wird es auf die Märkte in Helsinki gebracht. Huomenta. Hyvää päivää. Was gibt's denn heute Gutes? Alles Mögliche. Jetzt zum Wochenende hätte ich gerne, was ist das hier? Das ist ein sehr gutes Rentierfilet. Das gibt garantiert ein erstklassiges Essen fürs Wochenende. Macht man daraus Gulasch? Nein, nicht aus dem Filet. Ich würde es als Ganzes in Butter braten. Und der Braten darf ruhig etwas blutig bleiben. Man sollte ihn nicht durchbraten. Wenn er gar ist, lässt man ihn einen Moment lang ruhen. Keine Folie drum, sonst gart er zu sehr nach. Und in Scheiben schneiden. Kommt das Fleisch aus Finnland? Natürlich. Direkt aus Lappland? Das kommt direkt aus Lappland. Rentierfleisch enthält viel mehr Nährstoffe als andere Fleischsorten und besonders viel Vitamin B12, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Rentierfleisch ist kulinarisch ganz hervorragend. Das ist erstklassiges Fleisch mit gutem Geschmack und wenig Fett. So, bitte sehr. Rentierfleisch ist feiner, geschmackvoller und zarter. Kein Wunder, immerhin ernähren sich die Tiere von über 300 Waldpflanzen. Rentierfleisch passt auch ethisch wunderbar zu unserem Geschäft. Auch in dieser Hinsicht gibt es kein besseres.
Anna verkauft nur Fleisch, das unter natürlichen Bedingungen produziert wurde. Das ist ihr Markenzeichen. Die alte Markthalle wurde in der Nähe des alten Hafens gebaut, damit die Fischer ihren Fang leicht abladen und Proviant für ihre Touren kaufen konnten. In der ersten Woche im Oktober findet in Finnland alljährlich ein beliebtes Fest statt, der Ostsee-Heringsmarkt. Das Fest ist eines der ältesten des Landes und wurde bereits im Jahr 1743 gefeiert. Die Fischer bringen ihren eingelegten und marinierten Fisch zum Verkauf. Jedes Jahr kommen die Fischer wieder mit ihren regionalen Produkten. Dunkles Inselbrot, eingesalzener Fisch und natürlich marinierter Sillacker. Fischer zu sein bestimmt das ganze Leben. Holgren Hockisjögren fängt schon sein ganzes Leben lang Fisch. Trotz seines Alters geht er nicht in Rente. Einen Fischer kann man nicht an Land halten, wenn der Sillacker unterwegs ist. Wenn das Wasser kälter wird, ziehen die Schwärme dichter zusammen. Die Heringe leben im Brackwasser. Wir suchen nach den Schwärmen mit dem Echolot und damit entscheiden wir auch, ob wir das Netz herablassen oder weitersuchen. Um den Fischfang nachhaltig zu gestalten, fangen die Fischer hauptsächlich heimische Fische. Sillacker, wie Ostseehering auf Finnisch heißt, und Hecht. Im Spätherbst fischt Hoki in der Kotka-Inselgruppe westlich von Helsinki. Wir ziehen dann das Netz hoch und legen die Fische einfach in Eiswasser. Heringe bewegen sich oft in großen Schwärmen in den Fanggebieten nahe der Küste. Hoki fängt traditionell mit Schleppnetzen im Mittelwasser. Dabei wird ein langes Netz ein paar Meter unter der Wasseroberfläche entlanggezogen. Wie alle finnischen Fischer kümmert er sich um seine Gewässer und das Überleben der Fischbestände. Das bedeutet, dass er nur in der Saison fischen darf. Ich habe jetzt sogar warme Hände. Wenn der Fisch kommt, friert man nicht mehr. Ostseehering, der nur in diesem Meer heimisch ist, ist weniger fett als anderer Hering. Er ist eine wichtige Quelle für Eiweiß und Vitamin D. Jedes Jahr in dieser Saison bereiten Hoki und seine Frau Sillacker-Marinade zu. Eingelegten Ostseehering. Um den Hering auch während der langen Wintermonate verzehren zu können, legen sie ihn mit rosa Pfeffer, Zwiebeln, Karotten und ein paar geheimen Kräutern in eine süße Marinade ein. Marinierter Hering ist ja eigentlich eine Vorspeise. Da ist ordentlich Zucker drin und deshalb ist es so lecker. Außerdem ist Hering ein wirklich guter Fisch dafür. Ihre Heringe sind berühmt in Helsinki. Darauf ist Hoki sehr stolz. Mit vollen Behältern machen sie sich auf den Weg zum Heringsmarkt, wo sie Fischerkollegen treffen und neue Kunden gewinnen. Ich bin sicher über 20 Mal auf dem Heringsmarkt gewesen. Früher war ich als Junge da und jetzt als Rentner. Das ist fast wie eine Auslandsreise. Man fährt nach Helsinki und dann hat so ein Heringsmarkt eine ganz eigene Atmosphäre. Man fühlt sich wie ein Fischer. Viele der älteren Fischer finden sich nicht mehr zurecht. Aber den Weg zum Heringsmarkt finden sie immer. Vor ein paar Jahren wurde Hokis eingelegter Sillacker als bester marinierter Fisch ausgezeichnet. Was hätten Sie denn im Angebot? Ich hätte hier meinen prämierten Hering mit rotem Pfeffer. Prämierten Hering? Genau. Der hat einen Wettbewerb gewonnen? 2013 habe ich mit diesem eingelegten Hering mit rotem Pfeffer gewonnen. Wie isst man den denn? Auf Brot? Mit gekochten Kartoffeln. Mit Kartoffelbrei.
Man kann ihn aber auch einfach auf Brot essen. Der Heringsmarkt dauert 2 Tage. Danach sind alle mitgebrachten Waren verkauft. Die Menschen in Helsinki verbindet er mit dem Leben der Fischer auf dem Meer. Um herauszufinden, ob sie aus ihrer Idee ein Geschäft machen können, haben sich 2 Freunde auf dem alten Markt getroffen und kaufen regionale Köstlichkeiten ein. Hallo. Wir hätten gern frittierten Hering und heißgeräucherten Lachs. Genau 18 Euro. Wir müssen noch Käse kaufen. Stimmt. Und Butter und Eier. Ja. Tuomas Orispa ist Designer und hat eine Ausbildung in einer Fahrradfabrik in Kopenhagen abgeschlossen. Am Ende bekam er ein Lastenrad geschenkt und beschloss damit, in seine Heimatstadt zurückzuradeln. Zurück in Helsinki habe ich mich mit einem Freund aus der Gastronomie getroffen. Und wir haben bei ein paar Bier angefangen, Ideen zu sammeln. Uns fiel auf, dass auf der Straße kaum traditionell finnisches Essen angeboten wurde. Und wir beschlossen, das einfach zu ändern. So kam es, dass Tuomas und Markus sich etwas typisch Finnisches ausdachten. Teigtaschen mit Reis sind ein verbreiteter Imbiss in Helsinki, aber die echte Piroge ist etwas anderes. Wir haben uns für karelische Pirogen entschieden, weil die wirklich traditionell sind. Wir machen unsere Pirogen im Ofen heiß. Dann kommt zerlassene Butter drauf und zuoberst der Belag, den wir selbst zubereiten. Die Karjalan Piraka stammen aus dem Osten Finnlands, aus Karelien. Es sind Teigtaschen aus Roggenmehl, die mit Brei gefüllt werden, der aus Reis, Graupen oder Kartoffeln bestehen kann. Unsere Speisen werden in Handarbeit zubereitet. Die Piroggen lassen wir in Nordkarelien backen und den Rest stellen wir in Helsinki selbst her. Die Teigtasche selbst schmeckt recht neutral. Die Füllung bestimmt den Geschmack. Wir haben einen Belag mit Schmelzkäse kreiert. Darauf gibt es wahlweise frittierten Hering oder heißgeräucherten Lachs. Tuomas und Markus sind davon überzeugt, dass dies der erste Schritt in Richtung eines Restaurants ist, das sich auf echte karelische Piroggen spezialisiert. Um herauszufinden, ob ihre Geschäftsidee funktioniert, betreiben sie Marktforschung. Bei ihrer Fahrt durch die Stadt ziehen sie mit ihrem traditionellen Gericht junge und ältere Menschen an und beobachten die Reaktion der Kunden. Wo kommen Ihre Piroggen denn her? Die bekommen wir aus einer kleinen Bäckerei in Liperi in der Nähe von Joensuu. Gleich an der Grenze? Ja, kurz vor Russland. Verstehe. Ich empfehle frittierten Hering dazu. Frittierten Hering? Ja. Also gut. So eine? Ja, dann nehme ich so eine. Ich komme selbst aus diesem Grenzgebiet. Okay. Ah, woher dann? Aus Jozuno. Ja, meine Mutter hat Piroggen gebacken. Außerdem bieten wir den Touristen, die ja noch nie etwas von karelischen Piroggen gehört haben, die Chance, gutes, einfaches Essen zu probieren. Is it a good hangover food? It is really good. Perfect. That's good. Schmeckt's euch? Maybe. Helsinki ist erst seit 200 Jahren Hauptstadt und recht klein. In ein paar Stunden hat man sie zu Fuß durchquert. Den Einfluss Schwedens und Russlands auf die Stadt erkennt man an den unterschiedlichen Architekturstilen. Man findet hier sowohl östliche als auch westliche Bauten. Später Jugendstil, Neoklassizismus und Funktionalismus stehen nebeneinander in den engen Straßen und auf den großen Plätzen. Tuomas und Markus bringen die karelischen Piroggen direkt zu ihren Kunden. Oh, yes.
Durch ihre Werbung im Internet sind viele Kunden neugierig geworden. Wenn man sich mitten in der Stadt einfach mal mit einer karelischen Piroge hinsetzen kann, dann haben wir doch etwas Neues zur Esskultur beigetragen. Das Stadtzentrum wird über eine lange Brücke mit dem Teil verbunden, der früher für die Arbeiterklasse bestimmt war. Dort steht eine andere Markthalle, die Hakanjemen Kauperhalle. Hier treffen sie ihre Zielkundschaft, die jungen Leute Helsinkis. Mit ihnen zusammen können sie die karelische Pirogge zum neuen, hippen Streetfood machen. Die Städter hier, die ihr Leben lang die hiesigen Piroggen gegessen haben und nichts anderes kennen, wenn die zum ersten Mal eine echte Pirogge aus Karelien essen, sind sie völlig aus dem Häuschen. Die wussten gar nicht, dass finnisches Essen so gut schmecken kann. Die Hakanjemi-Markthalle wurde 1914 eröffnet. Hier kaufen die Bewohner alltags ihre Lebensmittel. Familien kaufen seit Generationen hier ein. Der Markt hat einen raueren Charakter und die Luft ist voller verschiedener Aromen. Auf dem Hakanjemi gibt es ein großes Angebot an dem, was auch heute noch das Rückgrat der finnischen Küche bildet. Knollen und Wurzeln, die kalte Temperaturen aushalten können. Philipp Langhoff ist Koch und verwendet ausschließlich biologisch angebaute Lebensmittel. Für sein Gourmet-Restaurant braucht er jeden Tag die allerbesten Zutaten. Hätten Sie Radieschen? Wir legen Wert darauf, zu wissen, von wo unsere Rohstoffe kommen. Manche Zutaten bekommen wir nicht direkt. Dann arbeiten wir mit Händlern in der Markthalle von Hakanjemi zusammen. Sie haben den direkten Kontakt zu einem Landwirt, wenn uns mal etwas fehlt. Wissen Sie, wo der Sellerie herkommt? Aus der Region Payet-Hamel. Und die Karotten kommen hier aus der Nähe, aus Sipo. Philipp kauft regelmäßig auf dem Markt ein. Doch zu bestimmten Jahreszeiten sind sogar solche Lebensmittel schwer zu finden. Um sein Restaurant im Winter nicht schließen zu müssen, setzt Philipp auf traditionelle Einmachmethoden. 6 Monate im Jahr bekommen wir alle Zutaten aus der Region. Aber in den anderen 6 wächst hier eigentlich gar nichts. Deshalb sind Konservierungsmethoden so wichtig für uns. Philipp macht alle Arten von Lebensmitteln ein. In diesem Jahr sind es Obst, Gemüse, Pilze, wilde Blumen, Bärlauchsamen und Fichtenrinde, um nur einige zu nennen. Egal ob Beeren oder Fisch, wir haben ja schon immer nach Möglichkeiten gesucht, unser Essen über den Winter haltbar zu machen. Historisch betrachtet war das Einmachen von Lebensmitteln sehr wichtig für die Finnen. Und das ist auch heute noch so. Eingesalzener Fisch, Beeren, Kräuter und sauer eingelegte Gemüse inspirieren Philipp. Wir benutzen Zucker, Essig und Wasser. Damit haben schon unsere Großmütter eingelegt. Und das ist auch unsere Ausgangsbasis. Die Karotten zum Beispiel. Zuerst werden sie gewaschen und kurz gekocht, um die Bakterien abzutöten. Ich lege die Karotten in Einmachgläser. Dann koche ich unsere Marinade einmal siedend heiß auf und gieße sie darüber. Dann kommt der Deckel drauf. Mit dem Vakuum im Glas hält sich das lange Zeit. Philipps mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant befindet sich 12 Gehminuten vom Hakanjemi-Markt entfernt. Es hat nur 26 Plätze. Das Abendmenü umfasst zu jeder Jahreszeit 20 Gerichte. Ständig experimentiert er mit neuen Rezepten rund um eingelegte Zutaten. Meine Inspiration kommt zunächst aus der Natur. Da findet man alles. Wundervolle Formen und herrliche Aromen. Aber auch die Menschen, die mich umgeben, haben Ideen und Vorschläge für mich. Und die Kombination von allem bildet die Quelle meiner Inspiration.
Seine neueste Kreation benutzt Chantenay-Karotten, die in zwei unterschiedlich gewürzte Kräutersalzlaken eingelegt und auf einem Stein serviert werden. Das Ergebnis verzaubert seine Gäste. Zusammen mit einem Rübchen und einem Pulver aus getrocknetem Karottengrün ist das Gericht eine minimalistische Reise in die kalte Winterlandschaft. Fast alle Speisen basieren auf einer zentralen Hauptzutat. Wir wollen unsere Gerichte möglichst einfach halten. Wenn ich von meinem Bauern die besten Karotten der Welt bekommen habe, dann will ich doch die besten Karotten der Welt servieren. Ich möchte etwas anbieten, was mein Gast nachvollziehen kann. Das zweite Gericht ist gebratenes Zanderfilet, das mit Zwiebeln und Pilzen angerichtet und mit getrockneten und gesalzenen Bärlauchsamen bestreut wird. Viele unserer Speisen beinhalten Zutaten von einem einzigen Hof und manchmal sogar derselben Pflanze aus unterschiedlichen Jahreszeiten. Da finden sich dann eingelegte Blüten aus dem Frühling und dazu kommen später Beeren, Blätter oder Wurzeln. Durch das Kochen mit eingelegten Lebensmitteln ist Philipp mehr als nur ein normaler Chefkoch. Seine Gerichte gelten als Reise in Finnlands kulinarische Vergangenheit. Wir kombinieren diese Zutaten auf möglichst unterschiedliche Arten. Manchmal kommen unsere Zutaten vom gleichen Hof, aber aus unterschiedlichen Jahren. Und so kann jedes Gericht eine eigene kleine Geschichte erzählen. Nach der Schneeschmelze ist die Landschaft farblos. Die Bauern beeilen sich, die Felder zu bestellen und Gemüse zu pflanzen. Der Sommer ist kurz, aber hell. In den Sommermonaten scheint die Sonne sehr lange. Die Bauern arbeiten schnell. Diese Kohlpflänzchen wurden im Gewächshaus vorgezogen und werden nun direkt in die Erde gepflanzt. Das erlaubt es den Bauern, schon in wenigen Monaten zu ernten. Außerdem müssen sie so weniger Pestizide verwenden und der Aufwand ist geringer. Es scheint, als sei das Leben zurückgekehrt. Die Sonne scheint hell und es macht Spaß, draußen zu sein. Die Suominen-Brüder betreiben einen biologisch bewirtschafteten Milchhof in Aura, westlich von Helsinki. Alles, was unsere Kühe fressen, kommt von unseren Feldern oder von den Feldern unserer Nachbarn. Wir können genau nachvollziehen, wo unser Futter herkommt. Als sie den Bauernhof übernahmen, beschlossen sie, nicht nur Milch zu verkaufen. Ihre Kühe produzieren eine besonders fette und schmackhafte Milch. Die beste Zutat für Eis. Eis ist eine echte Leidenschaft von mir. Ich habe schon viel Eis gegessen, aber es hat nicht immer so geschmeckt, wie ich mir das gewünscht hätte. Deshalb haben wir beschlossen, das beste Eis einfach selbst herzustellen. Milch bester Qualität ist zwar ein guter Anfang, reicht aber noch nicht ganz. Deshalb machten sich die beiden auf die Suche nach neuen Geschmacksrichtungen für ihr Milcheis. Und so beschäftigten sie sich mit den Aromen, die die Umwelt zu bieten hat. Finnland ist ein Land der Birken, der Kiefern und des Wassers. Mit seinen 200.000 Seen, die über die Halbinsel verstreut liegen, verfügt das Land über eine unglaubliche Biodiversität. In der borealen Zone der Erde gelegen, reicht die Vegetation von Grasflächen und Mischwäldern im Süden bis zur skandinavischen und russischen Taiga im Norden. 77% des Landes bestehen aus Wald, der in vielen Regionen die Lebensgrundlage und Haupteinnahmequelle der Bewohner darstellt. Die vielen Kiefern waren eine natürliche Inspiration für die Suominen-Brüder. Im Wald sammeln wir junge Kieferntriebe. Und dann extrahieren wir deren Aroma sorgsam in Milch, sodass es einen feinen, vollen Geschmack gibt. Nicht harzig, sondern angenehm wohlschmeckend. Die Suominen-Brüder stehen für eine Generation von jungen Bauern, die immer wieder Neues ausprobieren und das Beste aus der Natur und ihrer Vielfalt herausholen wollen.
Wir entwickeln eine neue Eissorte erstmal einfach im Kochtopf. Wir verkosten sie und überlegen, wie man den Geschmack verbessern kann. Dann machen wir einen neuen Versuch. Wenn wir genug experimentiert und den Geschmack auf den Punkt getroffen haben, stellen wir das Eis in großem Maßstab her und prüfen dann, ob der Geschmack bleibt. Zusammen mit dem Bruder Eissorten zu entwickeln, das klingt nach einem schönen Traum. Es könnte allerdings sein, dass man das Eis über 20 Mal machen muss, um den Geschmack genau richtig hinzubekommen. Vielleicht ist es doch Arbeit. Ein gelungenes Rezept erkennt man daran, dass die Verkoster nach dem Probieren zufrieden lächeln. Das Kiefern-Eis ist perfekt. Sehr gelungen. Man schmeckt richtig den Wald. Die Sahne und die Kiefernwälder Finnlands auf einem Löffel. Ihr Eis darf in der Vanhar Kauperhalli nicht fehlen. Hier sind die Kunden wild darauf, jede neue Sorte zu probieren. Wir haben finnisches Bio-Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kiefer ist unser neuestes. Das würde ich empfehlen. Wie schmeckt das? Es hat so einen frischen Geschmack. Das probieren wir. Gerne. Die Finnen essen mehr Eis als alle anderen Europäer. 70 Millionen Liter im Jahr. Das sind 14 Liter pro Person. Diese jungen Finnen sind die besten Testesser. Im Sommer treffen sich Einheimische und Touristen auf dem Kauppatori-Marktplatz. Im Angebot sind jetzt Beeren, die in den Wäldern gesammelt werden. Erdbeeren, Blaubeeren und Preiselbeeren füllen die Stände. Ein Imbiss im Freien ist perfekt für Leute, die in Eile sind, aber auch für diejenigen, die die Sonne genießen möchten. Nach den langen Wintermonaten, in denen das einzige angebotene Gemüse aus dem Ausland importiert werden musste, können die Stände nun endlich regional angebaute Produkte anbieten. Sechs Kilometer vom Marktplatz entfernt stehen Kühe friedlich grasend auf der Weide. Es sind aber keine normalen Kühe. Sie leben auf dem Campus der Universität Helsinki. Und in der Tat, der Hof ist eher ein Forschungslabor, das seit kurzem zu einer kleinen Käsefabrik umfunktioniert worden ist. Antti Alabuatonki leitet sie. Ist da noch viel über? Ich habe die Milch reingeschüttet. War das die Milch von gestern? Man könnte Antti als Professor für Käse bezeichnen. Mit seinem Wissen als Chemieingenieur begann er im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts mit der Käseherstellung. Ich habe meine Karriere in der Käseherstellung als Forscher angefangen. Ich habe mich in die Mikrobiologie, Biochemie, Milchtechnologie und die Meiereiwissenschaft eingelesen. Und dann habe ich angefangen, das Geheimnis der Herstellung köstlichen Käses zu lösen. Es ist das Resultat jahrhundertelanger Zufallsentdeckungen. Dieser Käse hier ist durch ein Versehen entstanden. Wir hatten etwas Milch übrig und angefangen, daraus Käse zu machen. Aber dann haben wir den Rest in der Milchkanne vergessen. Und aus dieser Masse auf dem Kannenboden haben wir Käse gemacht. Der bekam eine besondere Konsistenz und einen außergewöhnlichen Geschmack. Der Prozess beginnt mit der Pasteurisierung der Milch, bevor Hefe zugesetzt wird. Der pH-Wert muss sinken, damit ein säuerlicher Geschmack entsteht. Dann wird der Käsebruch geschnitten. Man gibt die flockige Masse in eine Form.
Über Nacht geben wir ein Gewicht darauf, sodass der Käse seine Elastizität verliert und mürbe und quarkartig wird. Antti ist sehr stolz auf seine Entdeckung. Für Finnland eine kleine Revolution. Es ist wirklich grandios, selbst eine neue Käsesorte zu entwickeln. Denn gerade Käseherstellung hat schon eine jahrtausendealte Tradition. Selbst wenn diese Tradition hier im rauen Norden vielleicht nicht so präsent ist. Am nächsten Morgen streut Antti Salz gemischt mit pflanzlicher Asche auf die Oberfläche. Als Hommage an ein Kohlekraftwerk in Helsinki wurde der Käse nach dem Stadtteil Hanasaari benannt. Während der Reifung fängt der Käse am Rande an, weich zu werden. Aber in der Mitte behält er seine quarkartige Konsistenz. Er entwickelt ein starkes Aroma mit einem Hauch von Blauschimmel. Antti hat eine Möglichkeit gefunden, sein theoretisches Wissen praktisch für die Lebensmittelherstellung zu nutzen. Er ist der Kopf hinter der allerersten Käsefabrik Helsinkis. Antti verkauft seine Produkte an die zwei Schwestern von der fliegenden Kuh auf dem Hakaniemi-Markt. Bevor ich mit der Produktion anfing, habe ich mit der fliegenden Kuh darüber gesprochen, welche Art von Käse ich machen möchte und für welche Sorten es Nachfrage gibt. Der Stand ist Kult unter den Käseliebhabern in Helsinki. Hallo, wir haben diese Woche noch eine zusätzliche Charge geschafft. Wir haben Hanasaari-Käse und... Ich nehme den Hanasaari. Gern. Dann haben wir auch noch Haga. Welche gefällt Ihnen besser? Ich habe heute eine Lieferung mit jüngerem Käse dabei, der in der Konsistenz leichter ist. Der ist etwas krümelig. Dieser hier schmeckt weniger nach Schimmel und ist auch weniger salzig. Der ist flockiger. Der ist besser und angenehm säuerlich. Ich würde lieber diesen hier als den anderen nehmen. Gut, so machen wir das. Abgemacht? Abgemacht. Gut, spätestens nächste Woche. Für die meisten Finnen ist ein regional produzierter Käse eine wahre Entdeckung. Was soll es denn sein? Ich verstehe leider gar nichts von Käse. Kein Problem. Doch, ich habe Freunde, die etwas von Käse verstehen und zu Besuch kommen. Händler, die ihre Ware gut kennen, sind für den Käseverkauf sehr wichtig. Sie geben Tipps zur Lagerung, zum Verzehr und zur Kombination mit anderen Lebensmitteln. Käse ist nicht einfach. Wenn er so salzig ist, schmeckt er schnell bitter, wegen der Gerbstoffe und des Eichengeschmacks. Die Markthändler sind die beste Garantie, die ein Käse haben kann. Diesen würde ich Ihnen empfehlen. Okay, wunderbar, danke. Der Winter kommt schnell zurück. Aber der Freiluftmarkt ist immer noch für Kundschaft, insbesondere aus der Nachbarschaft, geöffnet. Den kalten Temperaturen trotzend bauen die Händler ihre Stände auf, so wie sie es seit den 1950ern tun. Mika Purhonen bekommt seine Ware aus der Kauperhalli und bringt sie zu seinem Stand, der einer der ältesten ist. Die frühere Präsidentin von Finnland kam oft auf einen Kaffee und eine Leckerei zum Frühstück hierher. Wir haben trainiert und der Schnellste hat einen Preis gewonnen. Um 6 Uhr morgens fangen wir mit dem Verkauf an und das 6 Tage die Woche und bei jedem Wetter. Je schlechter das Wetter, desto besser schmeckt nämlich der Kaffee. Der Kaupatori ist außerdem der Treffpunkt für Nationalfeierlichkeiten. Wenn zum Beispiel der Sieg der Eishockey-Weltmeisterschaft gefeiert wird, treffen sich 100.000 auf dem Platz. In Finnland sagt man Torilla Tavatan. Wir treffen uns auf dem Marktplatz. Während der Woche trinken die Finnen hier ihren Kaffee. Am Wochenende bestellen sie Monkey Possu dazu. Das beliebteste Gebäck des Landes. Das Krapfenschweinchen ist ein einfaches, in Öl gebackenes Gebäck aus Wasser, Mehl, Hefe, Eiern und Zucker.
Der Hefeteig kommt in heißes Fett und wird dann mit Marmelade gefüllt. Der Krapfen wird gezuckert und sollte möglichst schnell gegessen werden. Am besten, wenn er noch warm ist. Im Sommer bekommen wir bis zu 8 Mal am Tag frische Krapfen geliefert. Ist das typisch finnisch? Ja. Wunderschön. Munkki possu heißt wörtlich Krapfenschweinchen. Viele Finnen bestellen auch einfach nur ein Schweinchen. It's good. Thank you. Wenn man genau hinsieht, erkennt man Schweinchenbeine, Hufe und ein Schwänzchen. Vielleicht braucht man dafür etwas Fantasie. Ständig überlegt Mika sich neue Dinge, um Kundschaft auf einen Kaffee und einen Possu an seine einfache Bude zu locken. Besonders an den Wochenenden. Wir veranstalten hier ein Quiz, keinen Wissenswettbewerb. Und zu diesem Quiz laden wir jeden Samstagvormittag einige Dutzend Teilnehmer ein. Woche für Woche denkt er sich die verrücktesten Fragen für den Wettbewerb aus. Was ist der ungefähre Durchmesser des Universums? Man kommt mit wenig Wissen aus, aber man muss gut raten können. Unsere Fragen kommen aus allen Bereichen. Mit Wissen allein schafft man das nicht. Sagen wir mal, das reicht leider nicht ganz zum Gewinn. Ich hatte gehofft, ich würde mich im Laufe der Jahre verbessern, aber leider nicht. Wenn man einen Preis bekommen will, muss man am nächsten Samstag zurückkommen und sehen, wie der Wettbewerb ausgegangen ist. Falls Sie Latein sprechen, Naturwissenschaftler sind und Experte in Quantenphysik, könnte es Ihnen sogar gelingen, die Fragen zu beantworten. Wenn in den nächsten Stunden niemand besser abschneidet, dann sind Sie der Gewinner dieser Woche. Nächsten Samstag wissen wir das Ergebnis. Der Preis ist immer der gleiche, ein Kaffee und ein Munkki possu. Im Winter frieren die Seen und das Meer rund um die Stadt zu. Das ist die beste Zeit, um in der Abenddämmerung fischen zu gehen. Wenn das Eis rund um die Inseln mindestens 5 cm dick ist, können die Fischer anfangen. Mit einem langen Fischerhaken schlagen sie ein Loch ins Eis. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Die erfolgreichsten Fischer kennen die Wassertiefe und die Schlupfwinkel der Fische genau. In diesem brackigen Wasser fangen sie hauptsächlich Weißfisch und Zander. Doch am begehrtesten ist Madde, der finnische Name für Quappe. Er lauert auf dem Meeresgrund und ist so hässlich, dass er der finnischen Sage nach vom Teufel gemacht wurde. Kalevi Mietinen ist Fischhändler. Früh am Morgen besorgt er die besten Quappen, die am Abend zuvor gefangen wurden. Ich hole jeden Morgen von den Berufsfischern auf den Inseln um Porvo ihren Fang. Sie haben Wildfische, wie beispielsweise Quappen. Machst du wieder die Runde? Vom Aroma her sind Quappen angenehm zart. Sie haben wenig Fett und schmecken sowohl gebraten als auch in der Suppe gut. Das ist ein guter Allroundfisch. Kalevi hat einen guten Ruf auf dem Hakaniemi-Markt. Das liegt an seinen langjährigen Beziehungen zu den Fischern. Ist es das? Ja,
Hier ist eine schöne Quappe. Hast du auch Weibchen mit Roben bekommen? Ja. Ah ja, wie gut. Frische Quappen erkennt man an ihrer glänzenden Haut. Die Haut sollte elastisch sein. Die Kiemen sollten rot leuchten und die Augen glänzen. Die Quappe ist ein saisonaler Fisch, der nur im Januar und Februar gefangen werden kann. Sie wird für ihr Fleisch und den Rogen geschätzt. In der finnischen Küche wird sie traditionell mit Salz, Pfeffer, Lorbeer, Kartoffeln und Zwiebeln zubereitet. Sie sind zum Fischkaufen hier? Ja, ich will Lachssuppe kochen. Gut, aber heute machen Sie keine Lachssuppe. Heute gibt es Quappensuppe. Ah ja? Das sind die letzten Quappen der Saison. Wenn Sie jetzt nicht zugreifen, dann ist es vorbei. Sie haben keine Wahl. Ich habe keine Wahl? Nee. Okay. Ich entscheide das für Sie. Dann glaube ich Ihnen, Sie alter Gauner. Dieser hier ist doch gut. Der reicht sicher für eine Suppe für zwei Personen. Quappe ist eine Dorschart, doch die dicke Haut gleicht eher der einer Schlange. Der Fisch wird nicht filetiert wie andere Fische, sondern gehäutet. Die Finnen haben die kühne Tradition, dem Land und dem Wasser Lebensmittel abzuringen. Dank Menschen wie Kalevi wird dieses Erbe sicher nicht aussterben. Ich kenne ungefähr 80% unserer Kunden persönlich. Neulich kam eine junge Mutter und stellte mir ihr Baby vor. Ihr Kind wird Kunde der vierten Generation bei mir. Für so etwas lohnt es sich doch. Die alte Markthalle schließt in der Regel um 6 Uhr abends. Temu kommt jetzt erst und wird bis in die Nacht hinein arbeiten. Er ist der Koch des lebhaftesten Restaurants in der Markthalle. Die Markthalle am Abend unterscheidet sich deutlich von der Atmosphäre, dem Lärm und dem Gewusel tagsüber. Tags ist die Stimmung vieler Menschen von Hektik geprägt. Abends ist das völlig anders. Wenn Straßen und Häuser beleuchtet sind, gewinnt Helsinki seinen bezaubernden Wintercharme. Dann ist es nur weniger als 6 Stunden am Tag hell. Und oft ist es auch dann eher grau. Die ganze Stadt spielt mit den langen, dunklen Stunden und transformiert die Dunkelheit in etwas Besonderes, Stilvolles. Das ist typisch für die einfache Lebenseinstellung der Finnen. Auf dem Markt gibt Temu einem Gericht, das seit 24 Stunden in Arbeit ist, den letzten Schliff. Manchmal kocht er Abendessen für eine begrenzte Anzahl Gäste, die vorher reserviert haben müssen. Heute Abend serviert er ein 4-Gänge-Menü aus Wildfleisch. Wir servieren als eine Zwischenmahlzeit Rentierzunge. Man gart die Zunge ganz normal über Nacht in einem Sud aus Kräutern und Wurzelgemüse. Am nächsten Tag lässt man sie darin abkühlen und schneidet sie dann in hauchdünne Scheiben. Das Menü umfasst Rentier-Tatar mit Trüffeln, Zungensalat mit Blini, Kroketten aus Rentierlende mit Pilzen und im Ofen geschmorten Hirsch. Wir machen jetzt einen Salat aus Kürbis, verschiedenen Kräutern und etwas Fenchel, den wir dann mit Kürbispfannkuchen servieren. Guten Abend, alles okay bei Ihnen? Hier haben wir geräucherte Rentierzunge mit Kürbispfannkuchen. Und etwas Sauce Hollandaise mit brauner Butter. Bitte bedienen Sie sich. Unsere Küche ist so klein, man kann da kaum arbeiten. Aber abends funktioniert es besser als tagsüber, weil wir wissen, wie viele Gäste kommen und weil fast alle das Menü bestellen. Das ist einfacher. Das Hauptgericht hat über 16 Stunden lang mit verschiedenen Wurzeln in reduziertem Rehfond im Ofen geschmort. Dazu gibt es, um ein bisschen Süße hinzuzufügen, rote Beete. Über Finnland schwappt gerade eine neue kulinarische Welle.
Und dank Köchen wie Teemu spielt die finnische Küche bereits heute eine wichtige Rolle in der europäischen Gourmet-Szene. Ich finde, beim Abendessen in der Markthalle geht es vor allem um die Atmosphäre. Normalerweise kommen die Menschen tagsüber her, wenn alle in Eile und Hektik sind. Am Abend tritt eine ganz andere Ruhe ein. Es ist ein seltenes Privileg, in so einem Gebäude zu speisen. Man spürt die Geschichte im Hintergrund. Eine Markthalle hat einfach eine spezielle Atmosphäre. Wie die Esskultur in Finnland verändert sich auch die Marktkultur. Ob man sich seinen Morgenkaffee auf dem Marktplatz holt, tagsüber Lebensmittel einkauft oder abends mit Freunden feiert. Die Märkte der Stadt sind Leuchttürme des gastronomischen Lebens in Finnland. Musik.